Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Masterbuilders. Diesmal nehme ich auf. Ich nehme auf. Hui, ein Rollercoaster. Rollercoaster? Das hört sich interessant an, das versuchen wir mal. Zurück. Ja, Michelle, das ist deins. Denn ich habe gesagt, wir haben die gleiche Idee gehabt. Das ist eine Wasserbahn. Ja, krieg ein Okay von mir, weil ich hatte dieselbe Idee, nur nicht mit Wasser. Also, das hier hinten, das Stück ist mir so nicht gelungen. Und dieser Sitz, den musste ich erstmal, den hatte ich erst zu tief gebaut, dann musste ich den wieder hochbauen, weil wenn man ja nicht im Boden bauen kann, ja, das ist meist verblieben. Finde ich einfach blöd. Na, krieg ein Mäh. Ich finde das blöd. Weil die starten direkt auf der Schiene. Also, die sind direkt, direkt auf der Schiene. Ist immer auf der Schiene. Wo soll die sonst drauf sein, ne? Ja, die haben aber eigentlich schon so einen Teil, wo man vorher wartet und nicht, dass man direkt da runter. Ach du Scheiße. Das ist zum Beispiel auch ein Mäh. Ich finde die Idee cool, dass hier halt so noch so eine Attraktion ist, wo du durchfährst. Das ist ja auch oft bei. Ich finde es aber blöd, wenn man das mit den richtigen Schienen hier in Minecraft baut. Ja, weil theoretisch fährst du ja auch nicht auf Schienen. Es ist schon eine Schiene, aber es ist nicht so eine Schiene. Das ist ja eher so eine Zugschiene, was man hier hat. Das ist für mich ein meister Blödi. Ja, vor allen Dingen, da kommst du nicht mehr weiter, weil hier ein Dixi-Klo steht. Auf jeden das Fall. Das ist aber auch so ein Dixi-Klo. Auf jeden Fall. Meister Blödi. Ist ein bisschen zu viele, Bahndinger hier. Antriebsschienen sind das. Nee, ich meinte nicht die Schienen, ich meinte die, Karts. Ach so. Ein bisschen zu viel. Ja, so ein schwieriges Thema, muss man sagen. Ja, natürlich ist das schwierig. Wie willst du das auch wirklich machen? Das ist bestimmt von dir. Ja, das sollte hier so ein Tunnel werden. Ich habe bemerkt, dass ich den dann falsch gebaut habe. Aber ich habe hier noch die Warteschlangen gemacht und so, wie die hier warten und dann. Ja, aber du hast das Teil hier, das Fahrding, hast du irgendwie nicht so cool hingekriegt. Anschnallen? Hä? Wie anschnallen? Hä? Weil die einfach so rumstehen wahrscheinlich. Ja, das ist für mich auch Meisterbeding. Das hat auch erstens. Was. Wie willst du bitte wieder zu deinem Start hinkommen? Das muss halt irgendwann statt haben. Geworden, ne? Ja, dann mach ich das nicht so übertrieben groß. Ja, dann soll da ein Ding machen, was so einmal im Kreis geht oder so. Ich mach das sofort und dann setze ich die Schienen hin. Und dann ist das fertig. Genau, soll ich das sonst irgendwann machen, wenn das hier hatte? Okay, ich bin Dritte geworden. Ja, aber auch nur, weil die anderen noch da waren. Weil besser, wir haben halt schlecht Bewertung bekommen. Aber egal, wir sehen uns bei der nächsten Runde. Wir sehen uns weiter, Kinder. Schatz. So, willkommen zu der zweiten Runde und das Thema ist Spaceship. Ein Raumschiff? Alter, ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. We'll be right back.
dann wollen wir mal angucken, das ist zum Beispiel jetzt mal Isar Bleeding, denn das ist überhaupt kein Spaceship. Es ist vielleicht offen. Also von hier vorne sieht es aus wie so eine Schutzmaske, für wenn man irgendwie... Ja, ich weiß, Schweißen und sowas. Ja, genau, so eine Maske halt. Ja, Michelle, ne? Das ist nicht von mir. Das ist aber mit Quarz gebaut. Ja. Wow. Kicken, okay. Es ist schwebend. Bei mir ist es... sieht irgendwie aus wie eine Yacht, finde ich. Es ist okay. Mehr nicht. Ich hab ein stehendes gemacht. Die haben mal hinter ein fliegendes gemacht. Ja, das ist von dir, Michelle. Das ist mich einfach nur ein Alien-Ding. Das ist kein... Es ist ein UFO, was du gemacht hast. Deswegen kommt das Meister Bleeding. Es ist ein UFO. Ich habe genauso einen Teil gefunden. Ja, ein UFO ist das aber trotzdem. Und kein Spaceship. Das ist einfach ein UFO. Ja, und es ist trotzdem gut. Was ist das bitte für ein Ding da drin, ey? Das ist ein Alien. Das war auch Meister Bleeding. Aber das ist ein Hakenkreuz. Deswegen Meister Bleeding und Report. Also... Jetzt nicht, wir wissen nicht, ob es gewollt ist, das mit den Hakenkreuzern. Ist mir egal, ich report das. Man weiß nie. Das ist aber trotzdem auch Meister. Kann auch ein verstecktes Ding sein. Ja. Meh. Warum aus den Materialien? Ist ja egal. Das ist doch eine Rakete und kein Spaceship. Es ist auch eine Art Rakete. Wie gesagt, das ist das Raumschiff, ne? Das ist das, womit die dann wegfliegen. Die Rakete geht weg und das Raumschiff ist das, wo die drin sind. Das ist Meister Bleeding. Ist das hier KFC? Natürlich. Alter, was ist das für eine fette Bombe hier? Ich hoffe, meine Tonqualität ist auch ganz gut, weil die nächste hört mich immer komplett anders an. Ja, kann ich auch dafür, wenn das bei OBS so ist. Nee, das hat mit dem UFO zu tun. Meister Bleeding. Ja, von mir okay. Ach. Weil ich habe das selber gemacht, deswegen kritzen, okay. Ja, da war aber, da ist auch schöner, wie dieser Eisenklotz hier. Oh, weil es gibt verschiedene. Es gibt welche, die sind so länglich, es gibt welche, die sind rund. Ja, ich hab auch, ja, das ist auch zum Beispiel, das ist auch okay. Das ist ein bisschen doof, oder was? Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Raumschiff, die sehen so aber aus. Aber es ist auf Wolle gebaut. Ja, dann kriegst du meh. Weil Wolle finde ich hässlich. Sieht aber nicht cool aus. Der Antrieb ist ein bisschen auch komisch, den er da gemacht hat. Ja, der ist schon sehr groß. Der nackte, okay. Oh Gott, oh Gott. Ja, das nette Idee. Das ist auch ein okay. Finde ich gut, eigentlich so. Es ist sehr klein, aber es ist in Ordnung gebaut. Ja, ich kann ganz schwer. Und das hat auch hier so eine Explosion gemacht, als ob das so abgestürzt worden ist. Also, ja, aber der ist nicht mal Weltall, der ist einfach irgendwo hier. Ja, ist doch egal. Ja, ja. Ja, das ist bestimmt von dir. Ja. Und das ist ein Rutsch, der steht hier auf dem... Das aber sieht nicht gut aus, das Ding. Hey, was ist das? Warum ist das so komisch? Das ist irgendwie so... Das sind Fußdinger, die stehen da. So ein Kasten nur. Voll nicht. Die Umgebung ist ganz cool, aber das... Was ist das hier? Ach, du hast das Alien-Ding da gemacht. Ja, ich hab das nochmal dahin gemacht, damit man das sieht. Das ist zum Beispiel... Sieht gar nicht so scheiße aus, aber ist es leider aus Wolle, deswegen kriegst du... Meh. Das kriegt auch so meh, weil ich die Form nicht geil finde. Ich verstehe nicht, warum man mit Wolle baut. Ich finde Wolle einfach so eins der hässlichsten Materialien. Ja, ist halt von den Leuten so dieser... Ich benutze so Wolle... Das sieht direkt aus wie so ein Kinderspielzeug, wenn das so Wolle ist. Ach, jetzt ist es erst dunkel, geil. Ja, ist manchmal hier so ein Fehler. Ich weiß. Guck, ich bin Dritte geworden. Ja, ich bin Vierte. Ja, das war aber trotzdem falsch. Das Ding mit dem Alien, da guck mal, das hat das selber geworden, was das komplett aus Eisen gebaut hat. Ja, da fand ich aber deins noch schöner, ey. Aber, naja, da würde ich sagen, das war's mit der Runde. Was aber, hier habe ich gerade bei den Nackten. Ja, da werden wir sagen, mal, wir sehen uns morgen oder nachher. Wir wissen nicht, wann das Video kommt, da wir vorproduzieren für die Weihnachtszeit halt, ne? Sehen wir uns irgendwann wieder. Macht's gut. Ciao.